Handicap-Garantie-Zertifikate an der Börse. Autor Dr. D. Seltsam-Genzi. Garantiezertifikate mit CAP bestehen aus drei Komponenten. Ersten Beispiel notiert die Know-how-Aktie bei 100 Euro. Das Kapitalschutzniveau beträgt 100 Euro und der CAP liegt bei 130 Euro. In einem positiven Szenario steht dem Inhaber des Zertifikats der Aktienkurs zu, maximal allerdings 130 Euro. Sollte die Aktie zum Schluss unter 100 Euro notieren, kommt es zur Rückzahlung in Höhe des Kapitalschutzniveaus von 100 Euro. Auch beim zweiten Beispielzertifikat notiert die Know-how-Aktie bei 100 Euro, der CAP liegt bei 140 Euro. Allerdings ist das Zertifikat mit einem Kapitalschutzniveau von 90 Euro ausgestattet. Das bedeutet, dass der Investor nicht komplett vor Kursverlusten geschützt ist. Angenommen, er hat das Produkt zu 100 Euro erworben und die Know-how-Aktie notiert bei Fälligkeit bei 75 Euro. So kommt es zu einer Rückzahlung von 90 Euro. Der Anleger erleidet also einen Verlust von 10%, der freilich geringer ausfällt als das Minus bei einem Aktieninvestment. Kapitalschutz greift zum Laufzeitende. Anleger sollten bedenken, dass der Kapitalschutz nur zum Fälligkeitstermin greift. Während der Laufzeit kann der Preis unter den Ausgabekurs fallen, beispielsweise wenn die Zinsen steigen oder der Kurs des Basiswerts fällt. Um diesen Zusammenhang zu verdeutlichen, werfen wir zunächst einen Blick auf die Bestandteile eines CAP-Garantiezertifikats. Ein Garantiezertifikat ohne CAP besteht aus zwei Bestandteilen, einer Null-Kuponanleihe, Zeroband, und einer Optionskomponente. Der Zeroband sorgt dafür, dass der Inhaber bei Fälligkeit eine Mindestrückzahlung erhält. Dabei wird der Zeroband so ausgewählt, dass er bei Fälligkeit die Rückzahlung in Höhe des Kapitalschutzniveaus gewährleistet, also beispielsweise 100% des Nennwerts. Bei der Optionskomponente handelt es sich um eine Call-Option am Geld. Das heißt, der Basispreis der Option entspricht dem Kurs des Basiswerts zum Emissionszeitpunkt. Während der Zeroband den Schutz vor Kursverlusten gewährleistet, stellt die Call-Option die Partizipation an steigenden Kursen sicher. Beide Bestandteile des klassischen Garantiezertifikats kommen auch bei der Variante mit CAP zum Tragen. Allerdings kommt hier noch eine weitere Komponente hinzu, ein Short-Call, also eine Call-Option, die indirekt verkauft wird. Sie hat einen Basispreis in Höhe des CAPs. Durch den Verkauf dieser Option wird die mögliche Wertentwicklung des Zertifikats begrenzt. Auf der anderen Seite fließt dem Emittenten des Zertifikats durch den Optionsverkauf Geld zu. Diese Einnahmequelle ermöglicht attraktivere Strukturen, beispielsweise hohe Partizipationsraten, hohe Kapitalschutzniveaus und für Garantiezertifikate vergleichsweise kurze Laufzeiten. Verhalten im SEK und R-Markt. Die Kenntnis der Zusammensetzung eines CAP-Garantiezertifikats hilft dabei, dessen Verhalten im SEK und der Markt besser einzuschätzen. Nehmen wir das Beispiel eines Produkts auf die fiktive Know-how-Aktie, die bei 100 Euro notieren soll. Das Kapitalschutzniveau soll bei 100 Euro liegen, der CAP bei 148 Euro. Der Zins liegt bei 4%, die Volatilität bei 30%. Zum leichteren Verständnis soll das Zertifikat hier eine etwas längere Laufzeit von 4 Jahren haben. Die Know-how-AG soll in dieser Zeit keine Dividende zahlen. So besteht das CAP-Garantiezertifikat aus einem Zeroband, einer Long-Call-Option mit Basispreis von 100 Euro und einem Short-Call mit einem Basispreis von 148 Euro. Alle Komponenten haben eine Laufzeit von 4 Jahren. Bei einem Zins von 4% kostet der Zeroband etwa 85,48 Euro. Es bleiben daher 14,52 Euro für den Kauf des Calls übrig. Ein Call mit Basispreis 100 Euro würde unter den angenommenen Parametern aber etwa 30 Euro kosten. So benötigt der Emittent weitere 15,48 Euro, um das Zertifikat zu finanzieren.
Der fehlende Betrag stammt aus dem Verkauf des Colts mit Basispreis 148 Euro. Siehe erste Zeile in der Tabelle. Die erste Spalte der Tabelle zeigt einen fiktiven Kursverlauf der Know-How-Aktie über 4 Jahre. Dabei ist jeweils ein Kurs pro Quartal dargestellt. Die Zinsen und die Volatilität werden der Einfachheit halber als konstant angenommen. Der Wert des Cap-Garantie-Zertifikats errechnet sich stets aus der Summe des Zero-Bonds und des Long-Calls abzüglich des Short-Calls. Nach einem Jahr errechnet sich so ein Wert des Zertifikats von 94,75 Euro. Es wird deutlich, dass das Zertifikat zeitweise unter den Ausgabekurs sinken kann, da die Know-How-Aktie auf 70 Euro gefallen ist. Nach einer späteren Erholung notiert sie bei Fälligkeit schließlich bei 160 Euro. Der Zero-Bond hat dann einen Wert von genau 100 Euro. Der Long-Call mit Basispreis 100 Euro ist 60 Euro wert, der Short-Call 12 Euro. Unterm Strich kommt es zu einer Auszahlung von 148 Euro, 100 plus 60 bis 12. Ein Aktionär hatte in dem Beispiel einen Gewinn von 60% erzielt, während der Inhaber des Zertifikats 48% realisiert. Allerdings war der Aktionär möglichen Kursverlusten schutzlos ausgesetzt, während der Zertifikatinhaber keine Kursrisiken zum Laufzeitende einging. Weitere Faktoren: Während der Laufzeit beeinflusst nicht nur der Kurs des Basiswerts den Preis des Zertifikats. Da Zinsänderungen den Kurs des Zero-Bonds verändern, reagiert auch das Cap-Garantie-Zertifikat darauf. Steigende Zinsen verbilligen den Zero-Bond und auch das Zertifikat. Dagegen steigt der Kurs des Zertifikats bei rückläufigen Renditen am Anleihemarkt. Eine steigende Volatilität hat isoliert betrachtet einen preissteigernden Effekt auf Call-Optionen, was ein klassisches Garantiezertifikat verteuern würde. Da ein Cap-Garantie-Zertifikat einen Long- und einen Short-Call beinhaltet, hebt sich der Volatilitätseffekt teilweise auf. Werfen wir hierzu einen Blick auf das Beispiel in der Tabelle. Zur Hälfte der Laufzeit liegt der Aktienkurs bei 102 Euro. Dann kostet der Long-Call 21,61 Euro. Der Preis des Short-Calls liegt bei 7,20 Euro. Nehmen wir an, die Volatilität läge zu diesem Zeitpunkt nicht bei 30%, sondern bei 40%. Der Vola-Anstieg würde beide Call-Optionen verteuern. Der Long-Call mit Basispreis 100 Euro würde 26,81 Euro kosten, der Short-Call mit Basispreis 148 Euro würde zu 12,61 Euro gehandelt. Das Cap-Garantie-Zertifikat würde sich nur geringfügig verbilligen. Es würde 106,66 Euro statt 106,86 Euro kosten. Die neuen Garantiezertifikate mit CAP beziehen sich auf dem deutschen Aktienindex DAX eingetragene Marke, den Dow Jones Euro Stoxx 50 eingetragene Marke sowie auf bekannte Mitglieder des DAX eingetragene Marke. Wie beschrieben, sollten Anleger berücksichtigen, dass die Zertifikate zwar einen hohen Schutz vor Kursverlusten zum Laufzeitende bieten. Während der Laufzeit können die Kurse aber unter den Ausgabepreis sinken, was gleichzeitig auch Chancen bietet für Anleger, die zu diesen Kursen einsteigen. Ferner gehen Käufer von Cap-Garantie-Zertifikaten das Bonitätsrisiko des Emittenten ein. Dies bedeutet, dass Anleger mit dem Kauf eines Zertifikats eine Inhaberschuldverschreibung erwerben.